Hallo Leute, willkommen zurück in GTA. Eine brandneue Folge hier wieder. Wir wollten zu unserem Kumpel Woozy weitermachen. Wisst ihr was? Jetzt können wir uns mal einen Cadillac hier zum Fahren. Also, uns ruft wer an. Hallo. Hey Caesar, the Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Oder wir machen ein Rennen, aber ein Biker-Rennen. Also wie weit weg ist das? Oh nein, jetzt geht die Maus nicht. Okay, doch. Sieht man das schon oder eher nicht? Na, man sieht's voll nicht. Na, jetzt. Ich weiß nicht. Na, vielleicht Not right später. now. I gotta check into some shit. Jeden Mittwoch und Samstag erneut versuchen. Okay, dann muss man nur mal zur richtigen Zeit anrufen. Ja, was nehmen wir von den zwei? Wir nehmen. Das ist hässlicher, das nehmen wir zuerst. So, passt dann ab zu unserem Kumpel Woozy, der wohnt eh nicht so weit weg hier. Wir haben herausgefunden, dass er blind ist. Er hat es allerdings noch nicht zugeben. Er weiß noch gar nicht, dass wir es wissen. Das ist immer so ein zu wenig Kommunikation, Missverständnisse kommen auf, bla bla bla, hier bla bla dort. Ne? Also andere Straßenseite. Und natürlich brauchen wir wieder kein Auto zu dieser Mission. Ranfali. Hey Woozy, my man, what's going down? Hey CJ, let me introduce you to Shuk Fu, Ranfali. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Mm. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Ja Mann. Ja, okay, dann können wir wenigstens mit unserem Schlitten hier direkt los cruisen. So. Ja. Sag ich nur dazu. Ja, Mann. Der Typ war der Beste. Ey Mann, das war der beste Mann. Okay. So. Ah, ja. Egal, ist noch nichts kaputt. So Mann. Wir fahren da sogar schon wieder an unserer Garage vorbei hier. Wo der Flughafen ist, weiß ich sogar schon auswendig, also da muss ich jetzt nicht einmal auf die Karte schauen, ne? Das wisst ihr bestimmt auch schon, ne? Ups. Ich fahr doch da den Weg. Ups. Alter. Das war's. Mit unserem Auto. Mann. Oh Mann. Will ich sterben? Ich will da nicht drunter hüpfen. So. So, wo war jetzt der Eingang? Eh weiter rechts, okay. So. Alles cool, Leute. So, wir sind wieder da. Wetter ist nicht so optimal schön. Wir sollten uns auf die Straße konzentrieren. Jo, Wetter ist nicht so optimal schön, aber... Ja, was rede ich nochmal über das Wetter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach nur, weil ich schon wieder keine Ahnung habe, was ich labern kann hier. Und wir fahren hier wieder rauf. Wir müssen unten fahren. Wann merke ich mal das endlich? Warum ist unten zu?
Was? Auf der... Was? Für was brauche ich fliegerisches Können, damit ich in den Flughafen fahren kann, Mann? Ja, ich bin schon weg, probieren wir es doch von oben. Achso, wir müssen da eh nicht zum Flughafen, sondern nur dahin fahren. Puh, Glück gehabt nochmal. Da wird man nämlich nicht zum Ding kommen. Was für ein Auto? Sondern dann. Ihr seht ja auch mal den Weg, den ich gemeint habe damals. So eine Parkgarage ist das hier. Oder Parkkeller oder... Jo. So, cooles Auto. Okay. Verdammt. Okay, alles klar. Wir schaffen das, ohne dass unser Wagen Schaden nimmt. Wird sich schon sehen. Als erstes muss ich hier mal raus. Komm, 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 komm. So. Okay, vergiss es mit keinen Schaden, aber wir werden es trotzdem schaffen. So, zuerst mal hier raus und den normalen Weg hier rausfahren. Und los hier. Ja, jetzt hält es zur Straße dahin. So, natürlich bin ich in sowas der Experte hier. Ja, kennen wir hier schon. Brumm, brumm. Ah. Wisst ihr, genau das meine ich. Schaut, ich zeige euch jetzt mal was. Ich meine, ihr kennt es bestimmt eh, aber ich fahre im Kreis. Ich fahre im Kreis, Leute. Na, das darf jetzt nicht wahr sein. So. Da, kein einziges Auto. Jetzt drehe ich mich kurz um. Und da kommen schon wieder 1000 Autos. Das meinte ich, die spawnen irgendwie, wenn man sich umdreht. Deswegen kann man nicht so mal kurz wegschauen. Komm, 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 bald haben wir's. Bald haben wir's, bald haben wir's, bald haben wir's. Bald haben wir's. So. Immer schön cool bleiben, das ist das Geheimnis. Wow, 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 wow. Ha, ich häng die langsam ab. Ey, an was erinnert uns diese Straße? Ja, ja, wer hat's? Nochmal ein Regenbogen, Mann. Unglaublich. Wahnsinn. Urschön. Ups. Wir sind schon da. So, 6000 Dollar und Respect Me. So, das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ey. Oh. Ja, ich schaue, wie ich da nach Hause komme und speichern kann. Wieso war's, ich dürfte dabei sein, weil die Episode so kurz war. Ein bisschen zumindest. Ey, da ist schon wieder so ein Auto. Da stelle ich mal in die Garage. Ja, das repariere ich und stelle ich in die Garage. Das werdet ihr schon sehen. So, na dann. Ist es schnell? Ja. Naja, jetzt fällt es mir gerade nicht auf, aber... Keine Ahnung, es ist was Besonderes. So, ich weiß auch auswendig noch, wo unser Zuhause ist. Ich bin jetzt schon oft genug nach Hause gefahren, also... Ne? Das könnt ihr mir schon glauben. So, hier. Passt jetzt nur noch da die Straße runter, aber vorher fahren wir noch links in den Pin Spray. So.
So, jetzt dürft ihr ein Ratespiel machen. Welche Farbe wird das Auto bekommen? A, rot. B, grün. Nein. Sucht euch selber eine Farbe aus. Ich sag schwarz. Und es wird... Schwarz! Ich hab gewonnen. Ist mir egal, ob sie auch schwarz gesagt habt. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Was sagt ihr dazu? Hä? 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 Na gut, okay, da verabschiede ich mich schon langsam. Lasst eine Bewertung da, würde mich freuen, egal ob gut oder schlecht. Bis dann, Leute. Und jo, macht's gut. Ciao.